Ah, ja, da müssen wir natürlich ein bisschen noch dran arbeiten. Hatten wir jetzt noch eine Leiche liegen oder nicht? Hatten wir jetzt noch eine Leiche da oder nicht? 0 von 4, nee, alles klar. Müssen wir ein bisschen warten. Zack. Also Uhrenhalle können wir jetzt auch, wahrscheinlich können wir jetzt zwei oder drei Uhrenhallen bauen bei der ganzen Asche, die wir schon auf Lager haben. Achso, ach, wir müssen natürlich auch wieder mal ein bisschen was für die Gemeinde tun. Da haben wir noch ein paar Kerzen. Da müssen wir wieder ein paar Kerzen kaufen. Die muss ich auch mal herstellen, aber brauchen wir wieder Fett für. Das ist 28. Ja, gut, ist es. Zähneknirschen, machen wir das mal mit. Damit sind sowieso jetzt alle minus 2 wieder. Wir sind auf Level 47. Warz. Warz. Zack. Zack. Ist ja jemand am Beichten? Nö, keiner am Beichten. 57. War das jetzt 60? Ich muss echt mal gucken, aber ich meine 60 war das. Ah, 50. 50 würde auch schon reichen. Dann lassen wir das mal dabei. Sparen wir wenigstens mal ein paar Kerzen. Schwupps. So. Und zack. Und Gold und Schuss. VIP Premium Chillout Zone. Was? Chillout Zone. Ja, so kann man es natürlich auch nennen. Chillout Zone. VIP Premium Chillout Zone. Ja, wir brauchen hier die guten Leichen, wir brauchen hier die Elite-Leichen, wir brauchen hier Skill, wir brauchen hier alles und Glauben und alles, was dazugehört. Oh. Toll, guck mal, die einen sagen toll, die anderen sagen okay. Also, ob die wirklich so zufrieden sind? Hör mir schon an wie dieser Geier aus 7 Days. Tolle Predigt, ne? Die sagen alle tolle Predigt, ne? Das ist alles gut. Passt das schon. Aber 33 Glauben wieder. Ja, komm, das ist doch alles Leisure. Und jedes Mal diese Kerzen, das ist natürlich. Na, jedes Mal diese Kerzen ist natürlich immer ein bisschen. So, der hat gar keine Umrandung, ne? Der hier, das ist das Grab. Sehe ich das richtig? Tatsächlich, gar keine Umrandung. Oh. Glatt noch eine vergessen. Da hauen wir doch mal glatt noch eine rein. Zack. Bringt uns aber auch nicht viel. Aber da kommen wir vielleicht mal. Was ist denn da für eine Leiche drin? Ja, gut, das ist natürlich jetzt auch nicht so prall. Na, plus 2. Ja, da, mal siehst du mal, was da noch ist. Plus 6 können wir hier noch reinhauen. Also maximal plus 6 pro Leiche. Pro Grab. Aber hier zum Beispiel sowas hier, das muss gleich, zack, weg. Gleich weg. Dann machen wir später, wenn wir wieder Leichen kriegen, dann können wir das machen. So, wir haben wieder Frau Anmut hat, Frau Anmut Tag. Bringt uns aber momentan nichts, weil wir sind ja noch kein Aristokrat, wir brauchen jetzt mal 12 Gold für. Ja, das ist schon schlimm genug. Okay, dann machen wir mal weiter. Mit dem Friedhof ist das vielleicht gerade nicht so spannend, aber wir müssen ja trotzdem hier ein bisschen weiterkommen. Wir hatten noch ein paar Urnen. Ich glaube, ich hatte sogar noch ein paar Urnen. Ich glaube, noch zu Hause ein paar Urnen. Und das Ding ist, wir brauchen ja nur die normalen Standardurnen. Wir brauchen ja diese weißen Porzellan, noch gar nicht. Weil wir die nicht brauchen. Das brauchen wir erst, glaube ich, bei der Marmorhalle, glaube ich. Da macht das erst am meisten Sinn. Oder wir müssen mal schauen. Das können wir hier herstellen, ne? War das hier? Das war doch hier. Oder nicht? Oder da? Oder wann das noch mit den scheiß Ohren?
Da. Porzellanurne. Doch, da, guck mal, da war das. Eine Porzellanurne. Da brauchen wir Porzellan für 5-mal davon. Nicht beendet. Und dann brauchen wir Porzellanuhren für, da brauchen wir weißes Puder. Gut, dann holen wir uns mal weißes Puder. Weißes Puder müssten wir auf Lager haben und müsste ich auch nochmal herstellen. Knochen haben wir nicht hier. Knochen haben wir auch nicht da. Ja, es kann sein, dass wir gleich ein Knochenproblem haben. Das kann natürlich sein. Schau mal bei Elite-Leiche. Elite-Leiche. Das wäre mal nicht verkehrt, die Elite-Leiche, ja. Ich guck mal hier mal rein in die Alchemie-Mühle. Haben wir noch irgendwo... Ne, wir haben tatsächlich keine Knochen mehr. Dann haben wir die schon alle verbraten. Dann sei es drum. Da müssen wir nochmal sehen, dass wir nochmal ein paar Knochen irgendwie mal rausgepult kriegen. Aber ich glaube, wir hatten auch noch weißes Puder hier, meine ich. Salz. Ah, guck mal hier. Weißer Staub. Aber nichts mehr an Knochen da, sag mal. Ich glaube, in dem Gedärmschrank, dann haben wir, glaube ich, auch nichts mehr. Nichts mehr an Knochen. Naja, jetzt habe ich bis jetzt auch nicht mehr gebraucht, die Knochen. Ja gut, hier sind noch 2 Stück. Da kommen, die können wir noch mit entsorgen. Haben wir gleich mal ein bisschen Platz im Inventar. Die Adressen für Leichen mit Niveau. Ja, alle 11 Minuten verliebt sich eine Leiche, ne? Oder wie war das? Ja, genau. Zwei doofe ein Gedanke, ja. Och Mann, ich will doch nicht immer Wein saufen hier. Naja, will ich schon, aber muss ja nicht sein. Gut, dann haben wir das auch schon. Dann können wir noch gleich ein paar von den guten Uhren machen. Asche haben wir genug. Da können wir uns mit Dote schmeißen. Wird zwar lange dauern, sich mit Asche Dote zu schmeißen, aber irgendwann... Ah, so, mal gucken, was können wir denn jetzt mal an Uhren herstellen? Haben wir nämlich gleich Porzellankrüge. 10 Stück können wir herstellen. Brauchten wir nicht, wir brauchen noch mehr als 10 Stück. Mal machen wir jetzt mal das, was wir haben. So, 10, ups. Machen wir jetzt mal ein paar von den Porzellan-Dingern hier. Es sei dir gegönnt, ich musste so lange nachgoogeln, bis ich den Slogan gefunden habe. Okay. So, dann haben wir das auch. Asche ist nicht das Problem. Aber wir brauchen eben noch die Ohrenhalle. Ist auch nicht das Problem. Haben wir eigentlich noch ein bisschen von den Keramikschüsseln? Ja, gut, wirklich viel ist da ja auch nicht mehr. Wasser brauchen wir noch. Wasser. Schwupps. Benutzen. Huch, war das der richtige? Benutzen. Die wollen wir noch entsorgen. Recyceln quasi. Schwupps. Recyceln. So, 2 Stück. Recyceln. Pade Nostrum. Schönen guten Tag, schönen guten Abend. Ich heiße dich herzlich willkommen hier in dem Stream. Ist eine Weile her, dass ich vorbeigeschaut habe. Ja, so, alles gut. Du guckst vorbei, wenn du vorbeigucken willst. Alles gut. So, weißes Puder haben wir. Weißes Puder, das haben wir die entsorgt, die Sachen. Fleisch haben wir dabei, Fett haben wir dabei, das haben wir dabei. Blut. Schon wieder 10 Uhr Kunden. Oh. Hat jetzt länger nicht mehr geklingelt. Haben wir noch überhaupt noch Karotten unten im Lager? Sag mal, Matthias, sag mal. Ja, ist noch alles da. Okay, alles klar. Na, ist ja gut. Hätte der sein können. So, jetzt haben wir auch noch alles am Mann. Ja, gut, dann machen wir uns erstmal hier weiter. Das ist momentan eben so ein Hin- und Hergelaufe, aber das ist... nützt ja alles nichts. Wir müssen ja so ein bisschen hier zu Potte kommen. Wir brauchen ja für die Quest, brauchen wir die 200 Punkte. Und wir sind schon bei 108. Also es ist mühsam nähert sich das Eichhörnchen, es geht so langsam voran.
So, da brauchen wir noch vier Balken. Vier polierte und vier. Ah, guck mal. So will ich das hören. Dann haben wir wieder eine einsame Single-Leiche. Kann ich schon Büsten herstellen? Nope. Dafür müsste ich erstmal Dings freischalten. Marmor. Marmorstein und Eisen bricht. Was? D-S, was? Kannst du schon Büsten herstellen? Schlägt den Kopf auf den Tisch. Was? Kannst du schon Büsten herstellen? Ah, guck mal, da können wir vielleicht noch eine Elite-Leiche draus machen hier. Das ist Potenzial. Ich sehe das schon. Da ist Potenzial da. Wachsen Brüste nicht ab von alleine? Ja. Natürlich. Ja, Padenosrum, dann vielen Dank für deinen Follow. Dankeschön. Freut mich sehr. Nach Abwesenheit wieder heim in den Stream von Herrn Nordisch. Das freut mich sehr. Ach, guck mal hier, Elite-Leiche. Jawoll. Das brennt. Wachsen Brüste nicht von alleine. Na. So, was nehmen wir denn hier mal? Wir nehmen uns erstmal wieder mal so eine Loser-Leiche hier. Zack, zack. Also ihr merkt schon, ich wäre der geborene Friedhofswärter auch im realen Leben. Mit vollem Respekt für die Toten. Ja, dann pullen wir den da gleich mal raus. Exhumieren. So. Komm mal ran hier. Zack. Deswegen machen wir das alles hier in der Nacht- und Nebel-Aktion. So, dann kriegt er mal einen schönen Grabzaun hier. Und ein schönes Steinchen. Und dann haben wir wieder eine 6er Leiche. Ja, super. Sind wir schon bei 114. Obwohl das hier so duster. So, nehmen wir mal die mit. Schubs. Ja, das nächste Mal. Ja, ein bisschen vernünftig. So, das haben wir auch. Also hier gibt es noch eine Menge zu tun. Ich denke mal, wenn wir hier so die ganzen Grabsteine und die ganzen Leichen, also die ganzen Nuller-Leichen weg haben. Also ich glaube, ich würde nicht sagen, dass wir vielleicht unbedingt auf 200 kommen, aber wir sind schon gut dabei, muss ich mal sagen. Ah, so, da haben wir immer noch mal reingeguckt. Wir brauchen mal vier polierte und vier Balken. Ah, vier polierte und vier Balken. Vier polierte, vier Balken. Balken, ich weiß gar nicht. Vielleicht haben wir sogar vier Balken noch auf Lager. Einen polierten haben wir sogar noch. Ein Balken fehlt natürlich, ist ja klar. Polierte haben wir auch nichts mehr. So, vier polierte für Balken. So, machen wir da mal einen fertig. Und vier polierte. Vier polierte Steine. Da kommen wir. Achso, da war ein völlig falsches Menü. Vier polierte, davon brauchen wir welche. Huch. Fertig. 1, 2, 3, 4. Ah, jetzt ist wieder natürlich gerade wieder dieses Mistding kaputt gegangen. Eisenmeißel geht auch nicht, da fehlen uns wieder Stickies. Das heißt, wir müssen wieder erstmal loslaufen und irgendwelche Stöckchen sammeln. Ich brauche Stöcke. Stickies. Habe ich überall schon alle Stickies eingesammelt? Ich dachte, die wachsen nach. Hier vielleicht. Können wir hier vielleicht mal schon was raus? Oh ja, vier Holzstöckchen. Sehr schön. Und den können wir nicht... Na, toll. Geht
auch nicht. Da kriegen wir zwar auch Stickies raus, aber das ist, glaube ich... Oh, es geht. Da kriegen wir, glaube ich, normal Holz raus. Ja, normal Holz, aber auch ein paar Stickies. Ich brauche Stickies, Stickies. Da ist ein bisschen Gekrösel hier. Ich glaube, das ist aber... Können wir kriegen wir auch nicht weg. Okay, schade. Da, da, da wollen wir. Da, die will ich haben. Stickies. Sucht das Stöckchen, sucht das Stöckchen. Genau. So, ups. Sucht das Stöckchen, sucht das Stöckchen. So, schwupps, dann packen wir hier nochmal die Stöckchen. Nein, sind jetzt auch nur 16, aber es passt schon. So, und du machst jetzt mir nochmal, du machst es mir jetzt nochmal, du machst mir nämlich nochmal 3 Meißel. Und du hast mir noch den einen Balken fertig gemacht, hoffe ich. Ah, wo packt denn die Balken immer rein, sag mal? Balken? Hallo? Pack die doch nicht sonst irgendwo hin. Ich bin immer am Suchen hier wie ein Bescheuerter. Ja, hier hat er ihn reingepackt, natürlich, ist klar. So, da haben wir dann ein bisschen davon. Die können wir auch nochmal mitnehmen. Und dann machen wir noch ein paar Polierte fertig. Nein. So. Du machst es mir jetzt nochmal. Ja, genau. Ja, der Chat, der, ich hätte jetzt schon fast gesagt, der normale Chat, also die sonstigen, die sonst immer hier sind, die stört das schon gar nicht mehr, weil sie solche Sprüche schon längst kennen von mir. Mach es mir nochmal, ja, du machst es mir nochmal, du machst mir nochmal ein paar Stechbeitel hier. So, da haben wir 5 Stück von, 5 polierte, 4 von den Balken war das, ne? 4 Balken, 4 polierte. Und natürlich brauchen wir die Uhren. Die Uhren. Ja, ich weiß nicht. Wir können uns, glaube ich, mal ein bisschen pennen legen. Wir müssen sowieso schlafen, sonst meckert hier wieder der Buff. Dann pennen wir mal ein bisschen und dann können wir mal wieder eine Urne gleich mal bauen hier. Was will denn mit den Porzellandingern? Ich finde wieder nicht den Clip-Knopf. Porzellanohren sind der geile Scheiß. Ja, weiß ich nicht. Ich will hoffen, dass ich damit das... ach, egal. So, Porzellankrug. Und wir haben wieder eine Leiche. Die müssen wir gleich mal wieder... Oh! Das ist rot, das finde ich nicht gut. Alarm! Oh! Heilige, das könnte auch. Das ist. Das. Ja. Das wäre eine geile Leiche, das. Eine geile Leiche. Elite-Leiche. Eine von diesen 11 Minuten. Ei, heilige Mutter. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Da reichen die Steine ja schon gar nicht mehr für aus. Die können ja, glaube ich, maximal 6. Das ist natürlich. Das ist natürlich Leisure. Welche machen wir denn jetzt mal fertig? Wir können natürlich hier unten... Das ist eigentlich egal. Nehmen wir die Nuller hier vorne, zack. Aber hier, das ist ja nix. Das läuft ja so nicht. So, Umrandung 2 muss leider auch nochmal weg. Exhumieren. So, ups. Zack, ab vor die Tür. Ups. Das ist schon mal 113. Mühsam nähert sich das Eiche. Alter, geil, oder? Diese Leiche, du. Okay, doch ein schönes Kreuz von mir. Und eine schöne Umrandung, natürlich. Schade, dass man da nicht ein vernünftiges Blumenbeet hier vorne so aufsetzen kann. Das wird es noch so ein bisschen abrunden, das Ganze. Ach, guck mal hier, 6. Ja, es müsste eigentlich auch mehr gehen. Guck mal hier, das hatte so einen Schädel mehr. Oh, da könnte man
Wenn die Umrandung noch ein bisschen mehr könnte. Eieiei, da können wir ein 7er Grab doch. Ein 7er Grab, sind wir schon mal 120. Ah. Ach, der Mafiosi ist ja wieder da. Mensch, Mafiosi. Der Mafiosi. So, ein, zwei. Das ist alles Lager. Die Steine können wir auch nochmal eigentlich einlagern. Fleisch, das können wir mal recyceln. Ja, kurz. Ja, ist okay. Alles gut. Ich meine, der Frank ist schon bei 150 Stunden. Das muss man sich mal reinpfeifen. Ich meine, jetzt mal ganz im Ernst. Also wirklich mal ganz im Ernst. Ich habe, das ist ja noch gar nicht lange her, da hat er ja gerade mal die 100 Stunden geknackt. Jetzt sind wir schon bei 150. Alter Finne. Heilige. Das ist schon üppig. Muss man ja mal so sagen. So, Stahl, so viel Eisen haben wir ja gar nicht. Bringen die nicht mehr so viel Eisen oder muss ich mir wieder mal ein paar Zombies organisieren? Da? Oder brauche ich wieder ein paar neue Zombies? Kann natürlich gut sein. Balken, Ohren. Achso, den wollten wir auseinandernehmen hier. Den wollten wir auseinandernehmen. Da. Wieder ein Stein mehr. Ein Stein mehr. Ah, okay. Ja. Tja, jetzt haben wir momentan erstmal nichts. Wir warten nochmal auf Leichen. Blut können wir jetzt mal machen. Wir könnten das mal auffüllen. Dann haben wir wenigstens schon mal den einen. Diese eine Blutfontäne da fertig. Mal gucken, wie das aussieht. Ich bin gespannt. So, da hatten wir das andere Blut. Sind wir bei 15. Da fehlen noch 5-mal Blut, dann haben wir schon den zweiten Brunnen voll. Wenn wir den erstmal gebaut hätten, den zweiten Brunnen. Also das ist, du streamst ja auch öfter und länger. Da bekomme ich auch mehr Stunden. Ja, natürlich. Das ist mir schon klar, wie du sie kriegst, ist mir klar. Aber trotzdem will ich es nochmal erwähnt wissen, weil ich meine, 150 Stunden muss er mal reinziehen. Es hat ja schon eine Weile gedauert, bis du 100 hattest. Dann hatte ich das gesehen, dass du 100 bist. Und dann bist du jetzt aber schon 150. Also nochmal wieder 50% drauf. Das ist schon. Ach, guck mal hier. Sieht das nicht nach was aus? Wo läuft das Blut überhaupt hin? Hier in diesem komischen. Was haben wir denn überhaupt an Punkten? 13. Ach, da müssen wir auch nochmal. 13. 20 müssen wir noch erreichen. Was können wir denn jetzt hier noch machen? Wir müssen von denen noch ein paar bauen hier. Dann noch einen zweiten Blutbrunnen. Die wollte er ja unbedingt haben. Oh, die wollte er unbedingt haben. Blutbrunnen nochmal 2 Stück. Schädel an der Wand. Gekreuztes Skelett. Ah, okay, das muss ich mir nochmal mit aufschreiben. Sonst vergesse ich das wieder. Auf jedem Blatt Papier, was ich habe, stehen irgendwelche Rezepte drauf. Hier Milch und Eier steht hier. Goldpuder steht hier. Balken, 2 Balken, ein Kürbis. Ich weiß es gar nicht. Kann man hier, wenn jetzt hier zum Beispiel steht, silberner Kürbis, kann man da auch einen goldenen Kürbis nehmen? Ich glaube schon, ne? Oder ist es egal? Wo ist der Unterschied zwischen denen? Achso, weil das ein gekreuztes Skelett ist, ganz klar. Blutbrunnen. Brauchen wir nochmal 5 polierte. 5-mal von dieser komischen Paste. Politurpaste. Politur. Und nochmal ein Steinreparatur. Einmal Steinreparatur. Steinrep. Schädel an der Wand. Gut, das sind natürlich billige Punkte, aber ich glaube, Schädel an der Wand, die hatten wir, glaube ich, alle fertig. Ich glaube, da hatten wir keinen Platz mehr. Da war, glaube ich, alles voll hier, meine ich. Das war nämlich diese hier. Die Schädel an der Wand und dann Schädel an der Säule. Das war, glaube ich, alles fertig. Also brauchen wir auf jeden Fall nochmal einen zweiten Brunnen. Den können wir auf jeden Fall nochmal fertig machen. Da brauchen wir also, wie gesagt, diesen Steinreparatur, polierte Steine und Politur. So ein bisschen. Ich wollte ja fragen, wie weit du in der Story bist, aber die Frage hat sich gerade übrig.
Ja, ich bin immer überall so ein bisschen, ne? Überall mache ich ein bisschen was und komme aber nirgendwo so richtig voran. Das ist immer das Problem. So, Fleisch können wir nochmal oben hin packen. Fett. Blut können wir eigentlich gleich hier unten lassen. Das ist ja Schwachsinn, dass ich das wieder mitschleppe. Ach ja, das kommt wieder oben hin. Salz hatte ich doch hier gelagert, ne? War das nicht hier drin? Ja, hier hatte ich Salz dran. Ist ja natürlich wieder nur ein Platz für. Schade. Fett, Fettglauben und Asche. Fettglauben, Asche. Fettglauben, Asche. Fett und ja, okay. Das ist immer so ein ewiges Hin- und Hergelaufen hier, ne? Okay, weiter geht's. Weil dann möchte ich mit seiner Story auch mal weiterkommen, weil ich denke mal, momentan geht der Weg hauptsächlich über über die Schlange und natürlich Frau Anmut. Also das sind eigentlich so, glaube ich, die beiden Charaktere, wo momentan am meisten geht, würde ich mal so sagen. Hat man noch mal eine Frage? Ich meine, der Mohorst müsste es ja wissen. Wenn ich jetzt diese Porzellanurnen nehme, diese Porzellankrüge, da kann ich da auch eigentlich die normalen dieses normale Ohrenhaus draus bauen, oder? Oder müssen das unbedingt diese einfachen Ohren sein? Chefin ruft, ich gehe dann mal in Lurk-Modus. Nix, Mohorst, ich brauche dich gerade jetzt. Das ist verboten. Sag deiner Frau, das geht so nicht. Nicht jetzt. Also brauche ich dann tatsächlich diese Port, also kann ich auch die Porzellanohren nehmen oder kann ich auch die Keramikohren nehmen? Nein, einfacher. Okay, alles klar. Aber zum Glück haben wir ja noch ein paar. Sehr schön, hab ich die Porzellanohren ja völlig kostenlos hergestellt. Macht aber nichts, die können wir ja einlagern, den nutzen wir später dann. Die lagern wir dann halt ein. Guck mal, hier haben wir nämlich auch welche. Und hier haben wir sogar noch welche. Alter. Alter, finde, da haben wir auch noch welche. Die könnten wir eigentlich mal. Aber naja, gut. Dann machen wir sonst zwei von den Häusern. Tup, tup. 20, 25. So. Oh, eine Leiche. Welch himmlisches Geräusch. Wo haben wir es die denn? Da, 12. Und 12 brauchten wir, glaube ich, ne? Brauchten wir nicht 12 Uhren direkt? Das wird ja fast, das ist fast so perfekt. Destiny Yoshi, schönen guten Tag mit deinem Ranzratelo. Herzlich willkommen. Ich kann dir leider nur sowas anbieten hier. Sowas. Ein kleines Hai. Leiche, ich brauche die Leiche. Die Leiche brauche ich. Die Leiche. Hoffentlich ist das wieder eine Elite-Leiche. Ihr wisst ja, diese billigen Leichen, da können wir nichts mehr anfangen. Ja, gut, okay. Das wollen wir nicht so sein. Das ist, ne? Das ist. Ja. Müssen wir mit leben. Ist dann halt, ne? Passt schon. Ja, toll. Oh, und das war der letzte Wein. Toll. So, was haben wir denn hier? Naja, gut, das ist auch eine Sechserleiche. Ne? Ist ja, das ist eigentlich so die, das passt schon. Du, 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 du. Bam, 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 bam. So, hier oben haben wir noch eine Null. Gut, die ganzen Einser können wir natürlich auch mal austauschen. Und hier ist noch eine Null. Ah, wir haben noch genug zu tun. Wir haben noch genug Möglichkeiten. Hier ist auch noch eine Null. Packen wir mal hier die Null rein. Schwupps. Ah, das packen wir mal so. Ups. Steinsockel, dass wir das alles wieder aufbuddeln müssen. Ne? Also, dass wir auch die ganzen Steine da wieder wegpolen müssen. Das zerstört mich so ein bisschen. Das dauert einfach zu lang. Es kostet auch zu viel Energie. So, Grab exhumieren. Da kann der auch mal raus. Hier, zack. Auf Wiedersehen. Und den rein. Und zubuddeln den Kameraden. Und alles gut. Sehr schön. Wunderbest. Dann packen wir den gleich rein. Ist ja putzig, wie weit du bist. Putzig? Ich werte das mal als Negativkommentar. Mit anderen Worten, ah, du bist ja gerade mal im Tutorial. Komm, da kommt ja erstmal noch.